Heute um 11.30 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Bassum alarmiert zu einem bestätigten Feuer zum Krankenhaus in Bassum. Da es sich hierbei um ein bestätigtes Feuer handelte, sind mehrere Ortsfeuerwehren der gesamten Stadt alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde festgestellt, dass es sich um einen Brand auf der Isolierstation in einer geschlossenen Abteilung handelt. Dieses Feuer konnte mit zwei Kugelspritzen gelöscht werden, sodass die alarmierten Kräfte teilweise auf der Anfahrt schon wieder abrücken konnten. Der Patient, der auf der geschlossenen Abteilung in Behandlung ist, wurde bei diesem Feuer verletzt und ist dem Rettungsdienst übergeben worden. Alle weiteren Patienten sind bei diesem Einsatz nicht zu Schaden gekommen und mussten nicht evakuiert werden. Ja, aufgrund der baulichen Gegebenheiten hier an dem Krankenhaus und der psychiatrischen Abteilung ist der ganze Einsatz noch relativ glimpflich ausgegangen, sodass keine weiteren Schäden verursacht wurden.